Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen Kurs24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.kurs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn Kurs24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir ein tolles Thema, nämlich das Thema Borax. Die Anwendungsgebiete und wie komme ich überhaupt an Borax? Was ist das überhaupt? Diese Fragen wurden mir auch schon immer mal wieder gestellt in meinen Vorträgen und ich bin heute sehr froh darüber, mit einem Experten darüber sprechen zu können, nämlich mit Hartmut Fischer, Wissenschaftler, Chemiker und eben Heilpraktiker, hat auch das Buch zum DMSO geschrieben und war ja auch ein Wunsch von den Zuschauern, dass er uns besuchen kommt im Fernsehsender. Und deswegen bin ich heute noch umso mehr froh, dass er da ist. Ja, hallo Hartmut, schön, dass du da bist. Hallo Corona. Hallo. Gerade beim Thema Borax, was ist denn überhaupt Borax? Naja, offiziell heißt es Natriumtetraborat, also so ist die Bezeichnung im, sagen wir mal, im Chemikalienhandel. Okay. Und da sind wir gerade auch schon am richtigen Punkt, weil im Bereich des Chemikalienhandels wurde Borax, Natriumtetraborat, das ist ein Pulver, ein weißes Pulver wie Zucker, so ein bisschen kristallin, auf europäischer Ebene eben in einen anderen Status versetzt und darf in Europa an private Endkunden nicht mehr frei verkauft werden. In der Schweiz, wo wir ja hier gerade sind, schon noch. Okay, dann. Und ja, Borax ist eines der vielen Mittel in meinem Gesundheitswerkzeugkasten, die man erstens auch mit DMSO kombinieren kann und die zweitens eine lange Anwendungstradition haben. Also Borax kann ich mich auch erinnern, dass meine Großeltern zur Hand hatten für vielfältige Anwendungen. Fußbäder zum Beispiel kann ich mich erinnern, mit Borax wurden gemacht für, ja, wie sagt man, für müde Füße, nach der Waldarbeit oder wie auch immer. Okay. Und dieses Borax hat ein paar Eigenheiten. Es löst sich in Wasser nicht so gut. Und was viel wichtiger ist, ist aber, dass es fungizid wirkt, dass man also mit Borax auch Pilzerkrankungen, Hautpilz, Nagelpilz und solche Sachen behandeln kann. Und auch Darmpilz, ganz genau. Geläufiger wird allerdings den Zuschauern sein, denke ich, dass man Borax anwendet zur Behandlung von Osteoporose, also zur Knochenstärkung, wenn wir mal so sagen wollen, oder zur Knochendichtebehandlung. Und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also jetzt sagen wir mal, wir haben hier Osteoporose, da gibt es ja verschiedene Stadien. Und jetzt würde man, wie haben die Klienten das angewendet oder hast du da Fallbeispiele? Mhm. Ja, also üblicherweise macht man eine Stammlösung aus dem Borax. Also man beschafft sich dieses Pulver und wiegt 6 Gramm davon ab auf der Küchenwaage. Und das wird dann in 1 Liter destilliertem Wasser gelöst. Mhm. Dieser Lösungsvorgang, wie gesagt, dauert ein bisschen. Das muss man also entweder schütteln oder rühren eine Weile. Oder erwärmen, da geht es natürlich auch besser. Und es ist wichtig, hier destilliertes Wasser zu nehmen, weil es sonst Ausfällungen gibt. Mhm. Also wenn man Leitungswasser nimmt, das vielleicht kalziumhaltig ist und kaliumhaltig und so weiter, kommt es zu Ausfällungen. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass wir Bor, das Element Bor, in den Körper bekommen. Mhm. Weil unsere intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen über die Jahrzehnte eben verarmt sind an verschiedenen Elementen, die wichtig sind für unseren Körper. Wenn ich sage Elemente, dann meine ich das tatsächlich mit dem
offiziellen Fachausdruck Elemente, also für die Elemente, die im Periodensystem der Elemente stehen, das wir ja alle in der Schule gelernt haben. Und das Boa ist eben wichtig, sagen wir mal, als Dotierungselement, als Dotierungsatom im Knochenmaterial. Knochenmaterial, so haben wir ja auch gelernt, ist ja eigentlich Calciumphosphat in Gänze. Aber um eben diese filigranen Strukturen zu erzeugen, das ist ja sehr eindrücklich, wenn man Knochen, große Röhrenknochen, zum Beispiel Oberschenkelknochen, durchschneidet und sich das anguckt mit der Lupe oder mit dem bloßen Auge, wie die Architektur dieser Knochenstruktur innen filigran ausgeprägt ist und sozusagen architektonisch optimiert ausgeprägt ist, um eben solche Dinge wachsen lassen zu können, werden eben neben dem Calciumphosphat Dotierungsatome benötigt in der Biochemie, und das ist Bor und Magnesium. Und deswegen verwendet man eben auch bei der Behandlung der Osteoporose diese beiden Elemente. Also nicht Calcium, wie das teilweise gemacht wird, mit sogenannten Kalktabletten, sondern eben Magnesium und Bor. Es gibt nur sehr, sehr selten Calciumarmut im Körper, aber es gibt sehr häufig Magnesiumarmut und eben auch das Bor fällt oft, wie gesagt, weil unsere Böden diese Elemente nicht mehr enthalten. Viele Menschen wissen, dass zum Beispiel Jod nicht mehr in unseren Böden ist. Ja, das ist ganz vielen Leuten bekannt. Aber bei den anderen Elementen, wie zum Beispiel Bor oder Selen, sind solche Beispiele, dass die auch fehlen in den landwirtschaftlichen Böden. Das ist vielen nicht so geläufig. Und wir machen also diese 6 Gramm in einem Liter Lösung, und dann in einer zweiten Flasche hat man dann eben die Magnesiumsalzlösung, Magnesiumchlorid, Magnesiumsulfat oder auch ein organisches Magnesiumsalz. Gibt auch Orotat und andere Magnesiumsalze, kann man da nehmen, und das gibt man dann beides in ein Getränk oder nimmt es halt irgendwie zu sich, ja, täglich so einen Teelöffel von dieser Borax-Mischung und ungefähr 10 bis 20 Milliliter von der Magnesiumsalzlösung, und das verbessert eben das Wachstum und die Einlagerungsmöglichkeiten im Knochenmaterial. Bei dem Risiko, Borax zu verwenden, wenn das jetzt schon nicht mehr zugänglich ist in Deutschland oder Europa, was glaubst du, was die Ursache, also ist es ein Risiko, weil der Zuschauer denkt ja dann, oh Gott, wenn man das gar nicht frei verkäuflich bekommt als Privatperson? Naja, das ist, wenn ich das so direkt sagen darf, in gewissem Sinne ein bürokratischer Trick. Ja, man hat eben auf EU-Ebene die Möglichkeit, dadurch, dass es eben dieses Stoffregister gibt und die REACH-Verordnung gibt seit einigen Jahren, kann man, ja, begründet oder unbegründet, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, eben sagen, ja, diese Substanz nehmen wir jetzt in diese Risikokategorie oder in diese Gefährlichkeitskategorie hinein. Wenn man das recherchiert im Internet, findet man eigentlich keine Belege über irgendeine Gefährlichkeit. Okay, das wollte ich wissen, ob man jetzt sich irgendwie Sorgen machen muss oder ob es ein Risiko gibt. Der Trick ist praktisch, indem man die Kategorie ändert, kann man die Freiverkäuflichkeit an den privaten Endkunden lenken. Mhm. Ja, die kann man dann einschränken auf diese Art und Weise. Und warum das jetzt bei manchen Substanzen gemacht wurde, es wurde auch bei Wasserstoffperoxid gemacht in den höheren Konzentrationen. Okay. Also bis 12% ist es nach wie vor freiverkäuflich. Das ist die Konzentration, die die Friseure verwenden, Wasserstoffperoxid. Und darüber hinaus eben nicht mehr. Borax gehört dazu, die Lugolsche Lösung, die Jodlösung gehört dazu. Mhm. Die darf nur noch bis 4,9% an private Endverbraucher veräußert werden. Also das ist der offizielle Sprachgebrauch, private Endkunden. Mhm. Wenn jetzt jemand ein Gewerbe hat, irgendeines,
oder er ist Lehrer oder er ist Künstler oder irgendetwas, dann darf er natürlich nach wie vor Borax bestellen im Internet. Ja, also man erkennt ja so eine Linie, was so ein bisschen verboten wird, wenn man es ein bisschen, ja, aber egal, das ist ein anderes Thema. Bei dem Borax zur Anwendung, bei Osteoporosekranken oder bei Knochenbrüchen zum Beispiel, dann nehme ich das täglich. Und wann erkennt man deutlich schon die ersten Unterschiede? Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, welche Untersuchungen da gemacht werden, in welchem Turnus, ob mit bildgebendem Verfahren oder mit dieser Knochendichtemessung und so weiter. Da braucht man natürlich ein bisschen Geduld. Es hängt auch von den sonstigen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten des Betreffenden ab, natürlich. Wir reden da schon von Monaten, weil Knochenauf- und Abbau findet ja eigentlich lebenslang statt. Also das lernt man, glaube ich, auch in der Schule. Es gibt Osteoblasten und Osteoklasten. Und unser Knochen unterliegt wie jedes andere Gewebe im Körper und wie jedes andere Organ einer ständigen Neubildung, auch Umbau, wie man es auch immer ausdrücken will. Und so ist es bei den Knochen auch. Die sind nicht statisch, also man hat nicht die Knochen, sondern es werden eben Bereiche im Knochen abgebaut und wieder aufgebaut. Und Osteoporose ist im Grunde genommen eine Störung dieses Gesamtvorgangs. Und da reden wir beim Knochenmaterial eben schon von Monaten, die das benötigt. Wo habe ich noch Möglichkeiten, Borax erfolgreich einzusetzen? Bei welchen? Ja, wie ich sagte, wirkt es auch Fungizid. Also das heißt, Pilzerkrankungen, die ja oft sehr hartnäckig sein können. Da würde jetzt das DMSO mit ins Spiel kommen. Also wenn wir hier über einen Werkzeugkasten sprechen, mit DMSO als Dachmittel und als Kombinationspartner für andere Substanzen, dann kann man diese simple Boraxlösung im Wasser, wie ich sagte, die kann man natürlich mischen mit DMSO und dann beispielsweise auf dem Wege Nagelpilz behandeln durch Betupfen des Nagels mit dieser Mischung. Also kann man einfach 1:1 mischen, ein Teil DMSO, ein Teil von der Boraxlösung. Super. Teilweise werden die Boraxlösungen für den Zweck auch noch höher konzentriert. Es ist dann praktisch die Frage, wie viel kann ich im Wasser lösen, weil das eben ein bisschen länger dauert, der Lösungsvorgang. Also da kann man auch beliebig ein bisschen ausprobieren letztendlich, welche Mischung dann gut wirkt. Auf Knochenknorr, Sehnenbänder irgendwie, hat es da auch noch Wirkung? Ja, also das betrifft natürlich das gesamte Bindegewebe. Okay. Ja, also nicht nur, was ich jetzt für den großen Röhrenknochen vorhin sagte, das stimmt, ja, danke für den Hinweis, betrifft das gesamte Bindegewebe. Und dann kommt natürlich auch noch das Element Silizium ins Spiel. Also um das gesamte Bindegewebe positiv zu beeinflussen, Knochen, Knorpel, Sehnenbänder. Also Arthrose, wie du aufzählst, oder Sportverletzungen. Genau. Eignet sich eben die Einnahme und auch die dauerhafte Einnahme dieser Portionen, von diesen Lösungen. Das kann man ja ohne weiteres täglich machen. Wenn ich mich da jetzt reinlesen möchte, wo kriege ich da die Anleitungen für die ganzen Mischungen? Also zu Borax ist die Informationsdichte spärlich, auch im Internet. Also das sind eigentlich die Überlieferungen im Grunde genommen von den Alten, wie wir sagen, die das früher auch so angewendet haben. Und diese Mischung 6 Gramm in einem Liter Wasser ist auch etwas Überliefertes letztendlich. Das ist nichts, was jetzt irgendwie in klinischen Studien herausgefunden wurde. Also Es soll ja jetzt auch keine Heilanleitung. Es sind ja einfach Hausmittel. Gut, in Deutschland jetzt nicht für den Endverbraucher. Ja, das sind Hausmittel, wobei es viele sogenannte Hausmittel gibt, die schon sehr gut beforscht sind und auch mit
Probanden und klinischen Studien sehr gut belegt sind. Da haben wir auch viele freiverkäufliche oder sagen wir mal Mittel, für die sich die Industrie irgendwann nicht mehr interessiert hat, ja, aus diversen Gründen. Aber beim Borax ist das nicht so. Also da ist einfach Erfahrungsmedizin das Stichwort. Okay, ja. Würdest du solche Sachen dann auch bei Kindern anwenden? Keine Ahnung, wenn da jetzt gibt es gerade Pilz, okay, das gibt es ja definitiv auch bei Kindern, Knochenbrüche. Hat man, ja, warum nicht? Unterstützt man das dann? Also da brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass es irgendwie... Sorgen macht man sich, wenn man sich welche machen will. Okay, ja klar. Ja, wir passen bei Kindern natürlich immer wieder mal die Menge an bei verschiedenen Mitteln. Das ist ganz klar, wenn wir Dinge nach Körpergewicht ungefähr einsetzen oder dosieren. Die Borax-Lösung jetzt beispielsweise, 6 Gramm auf 1 Liter, die ist für alle, ja, ist das eine durchschnittlich konzentrierte Borax-Lösung, die man in jedem Lebensalter natürlich anwenden kann. Also, auch präventiv. Auch präventiv, ja. Dass weil, man wie gesagt, sagt, okay, uns eben Elemente fehlen. Viele Menschen, das merke ich immer wieder, die haben da einen gewissen Widerstand in sich oder verschließen da vielleicht auch die Augen und sagen so etwas, ja, aber wenn ich mich doch gut ernähre, ganzheitlich ernähre und so weiter, dann muss doch alles drin sein. Mhm. Ja. Aber das ist bewiesenermaßen eben nicht mehr so. Ja. Landwirtschaftliche Flächen, die benutzt werden, um Lebensmittel herzustellen für die Bevölkerung, die sind nicht beliebig vermehrbar. Die sind im Grunde genommen, kann man vielleicht sagen, seit fast 100 Jahren so, wie sie sind. Ja, so werden sie da intensiv genutzt und auch nicht mehr nach der Dreifelderwirtschaft, sodass die Flächen Gelegenheit haben, sich zu regenerieren, sondern sie werden eben intensiv genutzt und mit dem sprichwörtlichen Kunstdünger eben gepeppt. Aber diese seltenen Elemente, die eben durch die Bodenbearbeitung und das nachträgliche Auswaschen, weil der Boden dann nicht mehr geschützt ist nach dem Pflügen und nach der intensiven Bearbeitung, verschwinden die eben. Und das ist gemessen worden. Also das ist historisch auch festgehalten bis zum heutigen Tag und belegt, dass Magnesium, Selen, Bor, Jod sowieso natürlich, das wissen wir, also verschiedene, wie wir sagen, Spurenelemente, manchmal sind es auch Mengenelemente, Magnesium ist ja kein Spurenelement für uns, da brauchen wir ja ganz viel, auch zur ATP-Erzeugung in den Mitochondrien, also dass die verloren gegangen sind. Da gibt es Kurven, ja, also in denen das gemessen wurde, ja, und dass man das nachvollziehen kann. Und das heißt also, diese Elemente müssen wir früher oder später im Lebenszyklus zuführen. Und das war jetzt eine Anmerkung, präventive Versorgung des Körpers mit Spuren und Mengenelementen, die wir eben dringend brauchen. Wird dann zu viel ausgeschieden vom Körper? Ja, natürlich. Ja, ja. Okay, also da gibt es auch. Ja, Magnesium ist so ein typisches Beispiel. Ja. Ja. Man kann darin baden, ja, weil es einen wunderbaren Ausscheidungsmechanismus eben gibt über den Nierentubulus für Magnesium. Diese Floating-Tanks, die jetzt populär werden in den Großstädten, ja, wo man sich reinlegt und auf dem Wasser schwimmt wegen der Dichte, das ist Magnesiumsalz. Ja, die werden aufgesalzen bis zu Werten, wie sie im Toten Meer eben herrschen, damit man da oben drauf schwimmt. Das heißt, die ganze Körperoberfläche nimmt Magnesium auf, während man da drin ist. Und es wird auch wieder ausgeschieden. Das macht also gar nichts. Wie würdest du jetzt so eine perfekte Badewanne zusammensetzen, wenn du jetzt sagst, hier aus den ganzen Hausmitteln? Badewanne, ja. Ja. Ja, also wenn man über die Haut Dinge aufnehmen will, dann ist es gut, wenn man jetzt grundsätzlich mal ein basisches Bad daraus macht. Das heißt, wir können ja Magnesium, Kalium auch und natürlich selbstverständlich auch Natrium, also die wichtigen
Alkali- und Erdalkali-Ionen, die unser Körper braucht, die können wir über die Haut am besten aufnehmen, wenn das Medium, in dem wir uns befinden, eben basisch ist. Das ist immer wieder gezeigt worden, diese sogenannten Osmosebäder. Und da kann man eben ja schon ideale Mischungen machen, indem man diese Elemente alle drin hat. Ja? Mhm. Borax, ein basisches Natriumsalz, ein basisches Kaliumsalz, Kaliumhydrogencarbonat heißt dann das dann, oder Pottasche, ne, ist so, mhm, so ein historischer Begriff. Kaliumcarbonat als Pottasche ist ein basisches Salz. Also wir haben da eine große Auswahl, wie wir so etwas gestalten können. Und wenn dann alle Elemente drin sind im Wasser, das Verhältnis spielt gar nicht mal so eine große Rolle, aber es ist natürlich wichtig, weil es solche Mischungen ja auch fix und fertig gibt, mhm, bei verschiedenen Firmen. Und wenn man dann aufs Etikett guckt, dann sieht man eben, ah ja, 98% Natron. Ne? Also, mhm, praktisch wieder fast nur ein Natriumsalz dann. Sollte man auf dann, alle drei dann achten, ja, dass die gleichermaßen... Alle drei und auch das Bor natürlich. Und ja, man kann so auch so etwas wie Zink und Selen noch dazu mischen beispielsweise. Ah, okay. Also die Einkaufsempfehlung oder die Bezugsquellenempfehlung auf meiner Internetseite, da gibt es solche Basensalzmischungen für Bäder. Wie heißt die Seite? Meine Internetseite medizinzumselbermachen.de. Ah, super. Ja, das ist ja praktisch. Okay, ja, dann kann man ja da sich weitere Infos ziehen. Ja. Und eins noch dazu, wenn man das Badewasser einlässt, ja, und das zurecht macht, dann kann man sich in dem Moment schon einsprühen mit einer simplen 30%igen DMSO-Lösung, um praktisch die Haut auch schon zu öffnen, ah, okay, für die Aufnahme im Badewasser, weil DMSO ins Badewasser schütten macht keinen Sinn. Da bräuchten wir also etliche Liter, um auf eine Konzentration, mhm, zu kommen. Das hätte ich jetzt gemacht, klar. Und das wird ja dann weggeschmissen, mhm, sozusagen, also zur Kläranlage transportiert. Das wäre also Verschwendung. Ne? Ja, also lieber die Haut vorher einsprühen und dann das Bad genießen. Wenn man jetzt Entzündungen im Körper hat, könnte ich mir vorstellen, dann habe ich könnte ich aus dem Bad ja wirklich den Vorteil, also Gelenkschmerzen, rheumatische Erkrankungen. Ja. Hat das Borax da auch Wirkung auf Entzündungen im Körper? Ja, schon, genau. Also deswegen war es eben früher auch so ein beliebtes Hausmittel. Viele Menschen haben ja körperlich sehr stark gearbeitet und hatten natürlich immer mit Gelenkproblemen, Sehnenansätze und so weiter zu tun. Und die haben gerne diese Boraxbäder auch genutzt, um das einfach zu beruhigen, so, mhm, sage ich jetzt mal, ja, um da auch die Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Ja, super. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben beim Thema Borax, wo wir noch, haben wir alles durch soweit? Ja. Also Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder, Pilz, ja, Geschichten, mhm, ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, gerade nach Antibiotika haben ja viele dann mit dem Darmpilz zu kämpfen und merken es gar nicht. Ja. Außer an der Geruchsbelästigung. Genau, super. Ja, perfekt. Dann danke ich dir für den Einblick. Das hat mir jetzt auch sehr viel gebracht, weil ich auch immer wieder bei meinen Seminaren gefragt werde, was ist mit Borax? Und man ist da einfach irgendwie unsicher, weil, wie du schon sagtest, es gibt viel zu wenig Literatur darüber. Ja. Deswegen vielen Dank für die Erklärung und dass du da warst. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, da haben wir jetzt mal einen schönen Rundumblick bekommen mit dem Thema Borax. Und ich hoffe, Sie können dann in der Schweiz gegebenenfalls sich damit auch, wenn Sie möchten, eindecken und das alte Hausmittel wieder aufleben lassen. Aber wie gesagt, hier sollte nur ein Einblick verschafft werden über die Möglichkeiten, keine Heilanleitung oder irgendwelche medizinischen Vorgaben, sondern einfach mal zu wissen, dass es das gibt und wir es wieder nutzen können. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Experimentieren. Bis bald. Tschüss.